Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute, bei Age of Wonders Nummer 3 mit mir, der Zementente. Ich begrüße euch ganz recht herzlich zurück. Ich habe jetzt eine ganze Zeit lang kein Age of Wonders mehr gespielt, weil ich eine ganze Menge Folgen in einer Reihe aufgenommen hatte. Und bin jetzt fleißig sozusagen dabei, für euch wieder aufzunehmen. Hab jetzt noch so ein paar Gedanken mir neulich in der letzten Zeit gemacht. Ach ja, der wollte erstmal seine Sachen equippen, glaube ich. Ja, kann er erstmal haben, denn er hat ja nicht so viel. Was haben wir hier? Plus 1 Nahkampfstärke, plus 2 Nahkampfstärke und hier haben wir Überwältigen, Erstschlag und Rüstungsdurchschlag. Achso, ja, einen Pony kannst du auch haben. Und dann nimm mal den, glaube ich. Und ich wollte dem guten Manne noch so einen Reparaturkasten schicken. Warum das 4 Runden dauert, weiß kein Mensch, ist aber so. Reska hat noch nicht durchgelevelt. Nein, hat er noch nicht. Er hat aber noch 5 ganze Punkte frei. Gut, dann habe ich mir wahrscheinlich gedacht, die hebe ich mir mal auf. So. Wir wollten hier unten uns um eine der Städte kümmern, genau, mit ihm. Und hoffen, dass das reicht. So. Ja, du kannst so ein bisschen abhängen. Du hängst auch noch ein bisschen ab. Alles klar. Ah ja. Was habe ich da gebaut? Schwarmschleuderer. Er hat eine Kanone. Und einen Techniker. Das ist das Problem. Aber das können wir trotzdem mal manuell machen. Denn nee, vielleicht können wir da ja noch was ganz gut halten. Weil wir gegen die Kanone durch die Mauern doch ganz passabel noch geschützt sind. Dumm ist nur, dass die halt auch nicht so nah ran muss, glaube ich. Aber gut, alles nicht so, not so tragisch. Und du vielleicht hierhin erstmal, okay. Schauen wir mal. Ich will mal gucken, ob wir da was bei rausholen können, insgesamt gesehen. Da könnt ihr dann doch auch ein Feld sogar noch vor. Mach mal. Da ist jetzt nicht mehr so viel Leben übrig. Jetzt ist da noch weniger Leben übrig, aber die kommt nicht an die Rand, schätze ich, ne? Ja. Die Techniker haben auch eine Pengbumm. Habt ihr sowas wie Mauern erklimmen? Habt ihr, habe ich mir gedacht. Dann würde ich gerne euch ordentlich schon mal einschenken, damit ich da nächste Runde nochmal was machen kann. Wie viel Mana haben wir? 30. Kriegen wir entweder einen Blenden hin oder einen Giftklingenregen. Da würde ich gerne einen Giftklingenregen machen. Und mal gucken. Au. Dass sie sowas Gutes haben, wusste ich nicht. Das war jetzt sehr ärgerlich. Hier ist nichts mehr übrig. Okay, die kriegst du aber ja wohl weg, oder? Ja, das sieht gut aus. So, das Problem schon mal gelöst. Die würdest du auch wegkriegen. Dieses Dollarbüchsen-Ding hat Nachladezeit, ne? Jep, okay. Dann würde ich die hier wegmachen, weil die anderen auch alle Nachladezeit haben. Okay. Fuck, das hatte ich vergessen, ja. Gut. Aber das bringt's ja jetzt richtig. Haha. Tja, mal gucken. Ja, wo sagen, mehr bleibt dir ja nicht übrig, als näher ranzufahren. Und uns bleibt nicht mehr übrig, als dich mit Zeug zu bespucken und zu hoffen, dass es reicht. Aber ich befürchte eher nicht. Ich glaube, die Kanone wird das jetzt auf Dauer irgendwann regen. Die wird jetzt die hier kaputt schießen. Genau. Und dann wird sie 2 Runden lang hier noch einstecken. Aber da machen wir nicht mehr genug Damage. Naja. Das ist wohl leider das Problem. Ich überlege gerade, ob das Sinn macht, vielleicht hier hinter. Wir machen sowieso ja nur Minimalschaden. Und so können wir zumindest die durch die Mauer noch eine mehr Sichtbehinderung, glaube ich, reinkriegen. Ah, das sieht ganz gut aus. 7? Das können wir eine Zeit lang machen, aber ich glaube, wir kriegen sie trotzdem nicht kaputt. Und zaubermäßig sind wir ja auch alle. Naja, mal gucken. Mal gucken. Ja, ja. Oh, das waren jetzt mehr als 7, aber das überleben wir noch 2 Runden lang. Und dann musst du ja auch noch 2 Runden lang nachladen. Na, wir gucken mal.
glaube nicht, dass wir dich kaputt kriegen, aber ja, vor allem machen wir so auch natürlich selber nur Minimal-Damage, also noch ein weniger als die zwei, die wir könnten. Naja, man kann uns nicht nachsagen, wir hätten es nicht versucht. Ja, ja. Naja, gerade so. Wie auch immer eine Kanone dann alleine diese Stadt einnehmen würde, aber okay. Das macht aber nichts. Ich habe mir auch schon überlegt, wie ich damit umgehen werde. Generell. Und ich habe mir generell so ein paar Sachen überlegt in den Zeiten, wo ich nicht gezockt habe. Das ist zwar alles sehr gut und alles sehr schön, aber wir werden jetzt erstmal ein paar Zauber uns erforschen. Mit der einfachen Begründung, dass ich den schnellen Vorstoß haben will. Und ich dann erst weiter an anderen Sachen forsche, weil der schnelle Vorstoß, an den erinnerte ich mich neulich. Und der war ja sehr gut. So, jetzt werden wir erstmal hier unsere Taruppen benutzen, um diese Städte wieder einzunehmen. Und dann werden wir uns erstmal um den Oberchef da oben kümmern. Denn sonst wird der irgendwann noch gut. Und das wollen wir auch nicht. Hier, er ist auf Level 18. Level 19, Level 19. Das heißt, die Jungs müssen noch leveln. Und, ach so, ja hier, ich habe ja auch noch eine Level 3 Heldin dabei. Haha, ich glaube, die muss auch noch leveln. So, und der grüne Gott, der kann auch noch ein bisschen was machen. Hier, mach mal den Zaun da weg. Kommst du mit dem langen Bogen an irgendwas ran? Nee, ne? Schade. Sundri hingegen, die ist schon durchgelevelt, die braucht nicht mehr leveln. Er kann ein bisschen. Was haben wir hier nochmal so an Truppen mit? Hochelfenjäger, nicht so spannend. Hier ist noch so ein Flieger, der auch schon mal leveln soll. Der ist ja auch bei Nomlik in der Armee. Und hier haben wir noch Schamanen, die auch leveln sollen, wenn es geht. Weil wegen in der Armee. So. Dann, was hast du nur an Zaubern? Den Wurzelstich. Ja, den kannst du ja mal machen, der gibt Erfahrung. Würde ich jetzt so meinen. Da nicht unbedingt. Ja, vielleicht reicht's ja. Nö. Naja, Versuch was wert. So. Ja, das habe ich mir gedacht, dass die jetzt alle auf Sundrum gehen, weil die eine Schwäche gegen dieses Giftzeug hat. Aber mehr eben auch nicht. Die Käfer, die werden eventuell noch etwas anstrengend. So, Reska. Nutzen wir das jetzt als Erfahrungsding oder? Na, der hat so viel Erfahrung, das wird sich schon ausgehen. Der wird schon irgendwann noch leveln. Also auch relativ bald mal leveln. Du, Kollege, sammelst so ein bisschen Erfahrung. Guckt mich an, wie ich euch kaputt blitze. Dahin reicht nicht. Dahin reicht. Piu, piu, piu. Achso, nee, nur piu, piu. Ich habe natürlich piu, piu, piu gedacht, das war aber nur piu. Haha. Wie konnte ich so misslich falsch denken? Der gute Mann läuft dahin und macht das gleiche Spiel wie sein großer Kollege. Ja, Nomlik braucht auch noch ein bisschen Erfahrung. Na, wie viel haben wir? Hups, das war aber schon eine gute Zahl. Nee, doch nicht so gut, wie ich dachte. Naja. Und damit hier nicht so viel Geschieße passiert, lassen wir die Jungs auch noch mal ran. Sundrin hält sich zurück. Die kann ja eh nicht mehr leveln. Die hält sich einfach ganz, ganz gepflegt ein bisschen zurück. Kann sich auch noch ein Stück zurückziehen. So. Und wo sind meine Schamanen? Hauptsache, ihr sammelt auch noch ein bisschen Experienza. So, nö, Jäger will ich nicht. Die können zwar auch mal leveln, aber wir können auch nicht alles, was wir haben, immer leveln. Das müssen wir erstmal auf ein paar Sachen aufteilen, die es erstmal vorrangig kriegen sollen. Aua. Denn wenn das immer alle gleichzeitig kriegen sollen, dann wird's schwierig. So, Bormak prügelt sich ein bisschen mit den Käfern. Die halten eine ganze Menge aus. So, sie kann sich auch ein bisschen mit den Käfern prügeln. Und nach Möglichkeit genau viele, viele Lefels sammeln. Ich weiß immer noch nicht so ganz, was ich mit ihr mache. Das ist das Hauptproblem. Rabums. Achso, ja, ihr könnt leider nicht. Könntet ihr... Achso, das hat zu viel Reichweite. zu wenig Reichweite. Reska kann hier nochmal ein bisschen kabimseln. Hat immer noch nicht genug Erfahrung, aber naja, gut.
Und ihr, ja, was macht ihr denn dann? Weiß ich gar nicht. Wenn ihr ihn irgendwo hinschießen könnt, ja, bevor ihr sterbt, geht mal wieder zurück. Also ich meine, sterben könnt ihr in dem Falle in der Armee ja eh nicht komplett. Es sei denn, wir würden diesen Kampf verlieren, wovon ich jetzt ausnahmsweise mal nicht ausgehe. Ausnahmsweise. Die hat zwar schon gelevelt, aber die braucht noch am meisten Erfahrungspunkte und levelt auch am schnellsten noch nach. Deswegen geben wir zumindest genug Erfahrung mit. Und Nomlik würde ich gerne leveln lassen, weil er Anführer ist. Deswegen soll er auch möglichst sich viel an der Schlacht beteiligen. Und Bormark, naja, weil er gerade da ist. Und du, ja, hau rein. Und Kollege Reska. Der hat immer noch nicht dabei gelevelt. Ja, meine Güte. Streng dich mal an. Wieso ist der tot? Och nee, haben die wieder die Position gewechselt? Nee, haben sie nicht. Nomlik ist der Anführer. Hä? Okay, wenn mir das jetzt bitte jemand erklären möchte von den Zuschauern. Ich verstehe es gerade nämlich nicht. Jetzt habe ich da eine Truppe verloren, weil Nomlik der Anführer der Armee war und... Hä? Ja. Naja. So, dann haben wir hier Julia, die will gelevelt werden. Ich weiß aber immer noch gar nicht, was hatte ich mit der eigentlich vor. Ich habe die momentan erstmal so ein bisschen auf Verteidigung und Überleben gelevelt, aber so richtig kluge Ideen hatte ich gar nicht, was ich mit ihr eigentlich machen will. Ja. Achso, okay, da steht nichts Spannendes dabei. Was mache ich denn mit ihr? Also auf jeden Fall den Verderbnisschutz mitnehmen, weil Verderbnisschwäche ausgleichen und ein Punkt schadet nicht. Mache ich aus ihr eine weitere Armeeanführerin? War das der Plan? War das nicht der Plan? Ich meine, oh ja, Heilung. Auf jeden Fall. Das sind auf jeden Fall Skills, die immer praktisch sind und die man immer mitnehmen kann. Deswegen machen wir da gar kein großes Tohuwabohu. Aber naja, auf jeden Fall ärgert mich, dass jetzt diese blöden Draconia-Flieger schon wieder draufgegangen sind. Das war so nicht geplant. Ich glaube ja sowieso, achso, ich kann die so übernehmen, cool. Ich glaube ja sowieso, dass ihr irgendwann früher oder später wieder wegfallt. Deswegen ist gar nicht so wichtig, was ihr jetzt produziert. Was bist du hier? Eine alte Ruine. Die würde ich ja auch noch gerne erkunden, ne? Hier oben muss ich dringend mit den Helden vorbeilaufen. Und danach mit einem Baumeister. Alter. Ja, da sind wir schon dabei. Ich sehe es. Ja, okay. Ah, so viel zu tun. So viel zu tun. Was machst du? Du hast irgendein Ziel. Wo sollst du hin? Nee. Achso, okay. Dann mach das mal. Okay. Und du wolltest hier unten diese eine Stadt dir mal angucken. Ist da irgendwas drin? Oh, so ein paar Goblins. Aber auch nichts, was der Rede wert wäre. Was bist du? Mal gucken. Und du kannst auch irgendwas machen. Alles nicht so mega relevant gerade. Und ihr könnt noch ein bisschen aufräumen und dabei ein bisschen Geld für mich verdienen. So. So. Rampel die Pampel die Pampel. So. Alter. Wie viele Sachen hier passieren. So drin. Die Feen, denen wir im Tal am Teich des Ursprungs geholfen haben. Sie sind hier, um uns zu unterstützen. Das muss Merlin in die Wege geleitet haben. Sehr, sehr gut. Ihre Hilfe ist uns willkommen. So schnell kann ich nicht. Und jetzt greift er da meine Stadt an, wo ich nicht verteidigen kann. Scheiße. Ja, hab ich mir gedacht. Scheiße. So. Jetzt habe ich dieses... Mist, da muss ich gleich nochmal gucken. Kronzwerg, war das dieses hier jetzt? Nee, ja. Kronzwerg. Hier waren Eindringlinge im Gebiet. Okay, sind auch schon wieder weg. Gut, dann waren die das. Die sind dann da durchgelaufen. Was haben wir hier? Unantastbare, ja, die sind nicht so toll, ne? Können wir hier irgendwas Einfaches bauen, dass wir die blöden... Ja, ich krieg das Zaubern ja nicht mal hin. Achso, hier ist Zauber bereit. Wieso kann ich den denn nicht zaubern dann? Hä? Verstehe ich nicht. Egal. Nein. So,
Ich wollte erstmal sowieso einen Holzwall bauen. Okay. Cancel ist auch immer schön. So, ah, da ist der schnelle Vorstoß. Den wollte ich haben. Das ist eine große, große Stadt, die mir viel verdient. Nee, wenn ich da was baue, baue ich da eine Meistergilde. So, wir benötigen Befehle. Das habe ich mir gedacht. Was ist hier drin? Nur die Kanone? Alles klar. Flup. 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 Das geht ganz einfach und ganz schnell, denke ich. Das hätte ich gar nicht... Naja, egal. Hätte ich gar nicht kämpfen müssen. Das hätte ich einfach Auto und gut. Naja. Dahin. Nein. Ja. Und vielleicht Reska dahin. Hat irgendwer noch Damage, dass wir den Heilzauber benutzen können? Sieht nicht so aus. Hm. Und ja, komm, du kannst auch nochmal rangehen. Ein Blitzel in Ehren kann niemand verwehren. Das habe ich mir nämlich gedacht, dass der sowas macht. Oh, das reicht schon. Dann warte kurz. Dann bedanken wir uns da nämlich noch ganz nett, indem wir uns hier nochmal hochheilen. Und er hier auch noch ein bisschen... Oh, das reicht sogar. So reicht's nicht. Auch mit Glück reicht's so nicht. Und so. Sehr schön, der Gehörnte Gott hat noch gelevelt dabei. Sehr gut. Und dann würde ich gleich hier oben weiter wollen. Und ich habe mich jetzt strategietechnisch so ein bisschen dafür entschieden. Was? Die müssen sie wieder übernehmen? Naja, okay, dann machen wir das. Dass wir erstmal hier oben gleich den Chef suchen. Und uns darum kümmern. Eine Armee erwartet unsere Befehle. Ja, das ist gut. Zup. Und zup. Jupp. Weiß ich, dass das keine nette Tat von mir ist, aber kann ich gerade nicht ändern. Hier ist so viel Gedönsgebumse, dass das gar nicht anders geht. Erstmal möglichst eilig hier rüber, mein Freund. Was bist du? Menschenmusketier? Nö, nicht so. Menschentechniker viel eher noch. So. Achso, ja, und du hast ja... Ach, hast du noch nicht. Na gut. Ich wollte gerade sagen, du hast mit unbegrenztem Cooldown mittlerweile, ja, nö. Nö, das machen wir nicht. Hin und wieder zurück, so. Ich mag Feen. Ich mochte die Feen auch in der ersten Mission, als wir die bekommen haben. Die waren cool. Aua. Das ist aber nicht nett. Das da? Ja, kannst du auch meinetwegen mit abziehen, ist mir egal. Dann... Das da. Dann. Das da. Da leben noch welche, alles klar. Feenpower. Und da gibt es auch United Feenpower auf Doom. Ich weiß zwar gerade nicht, welches die besten Feen sind, aber wir machen das mal scheinbar die hier. Ich glaube, das war auch. Das habe ich gerade noch so im Überlegen. Ich glaube, die Lilien waren schon die stärksten. So. Wo wir gerade dabei sind, die Goldmine machen wir auch gleich weg. Nicht automatisch, nachher stirbt noch irgendwer. Denn da sind ja auch Truppen dabei, die was können. Ja, unabhängig sind am Zug. Sind ja auch Schienen da. Ha, 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 ha. Der hat am Anfang... Nee, der hat keinen Cooldown. Cool. Cooldown. Pam. Und... Pimpam. Sehr schön, ein Level, das ist immer gut. Du hast Cooldowns, aber theoretisch könntest du, wenn die da hinkommen, da kommen die... Ja, das sind die falschen. Das sind die richtigen. Ach so, ihr könntet da hin. Da. Und dann könnten wir hier. Und dann könnten wir da. Und dann könnten wir so. Und dann ist da nichts mehr über. Und dann können die Orks rankommen.
Die haben Wurfspeere. Das ist aber nicht nett. Blitz. Noch mehr Blitz. Und noch mehr Blitz. Alter, 11, 11, 11. Krass. Gut, aber war halt ein kritischer Flankenangriff und so. Also das, ja. Passiert dann halt auch mal. Was ist das hier? Quelle des Lebens mit einem Goblin drin. Oh ja, den. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal mit denen hier in diese Richtung und gucken mal, ob wir unsere Orkstadt hier oben nicht wieder einnehmen können. Das, nicht Orkstadt, unsere... Na, ihr wisst schon. Unsere, na, ihr wisst schon. So, blim blim. Stadt erwartet ihr Schicksal. Ja, hier, dieses da. Und Armeebewegung bestätigen. Achso, hier gibt es noch ein bisschen was zu erkunden. Ja, oder auch nicht. War das Ding da besetzt? Ja, okay, dann sollten wir nicht versuchen, das einzunehmen. Dann war der Wachturm da besetzt. Auch dem ist mit Ja zu beantworten. Dann stehe ich hier jetzt furchtbar scheiße. Naja, okay. Flupp. So viele einzelne Truppen, die irgendwie Bewegungen machen müssen. Naja. Was? Hab ich doch. Achso, du bist schon wieder da, wo du hin sollst. Ja, dann mach hier mal so Sicht. Und hier ist wieder die Aufräumarbeit angesagt. Dahin, 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 dahin. Und du, dahin und dahin. Geld ist Geld. Geld ist Geld. Na, 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 na. Da, 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 Geld. Okay. Liebe Leute, bevor ich diesen Zug beende, würde ich sagen, beende ich mal kurz unsere Folge. Ich bin die Zementente, bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dran. Und wenn dem so war, lasst gerne ein Dankeschön bei mir da. Und ansonsten, hier ist ein Gegner. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin würde ich sagen, wünsche ich euch alles, alles Gute und sag ciao, ciao.